Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Harry Potter für die Switch. So, wir befinden uns wieder in Hogwarts, nachdem wir Hogsmeade erfahren haben, wer unser Onkel ist und sowieso. Wir haben alle ein bisschen Angst hier, weil die ganzen Dementoren hier rumflattern. Soll uns aber nicht weiter stören. So, wir folgen nochmal den kopflosen Nick. Der zeigt uns einmal den Weg, wie die Geschichte weitergeht. Komm schon, Niggi. Da hoch. Geht wahrscheinlich rein in unser. Oh, oder auch nicht. Ich hätte gedacht, wir gehen jetzt in unser Zimmer. Doch, Zimmer. Hab ich schon gesagt. Oh, da ist schon Gandalf, wollte ich gerade sagen. Gandalf, ne? Ist immer so geil. Dumbledore natürlich. Also gehen wir in unseren Turm rein. Gucken, was wir da erfahren noch weiter. Oh ja, die Karte des Rumtreibers. Die beiden sind auch untersetzlich, du. So, dann lass uns mal gucken, wo wir diesen. Wie heißt der? Wurmschwanz finden, ne? Also, das ist ja die Ratte von ihm hier. Aber es ist ja Petey Pettigrew, heißt er so? Ich glaube, heißt so. So, da hinten ist er irgendwo. Der schleicht hier irgendwo rum. Wir können ihn natürlich nicht finden. Aber letztens ist ja die Ratte von Ron. Ah, warte mal. Können wir da oben denn? Ja, können wir Lumos machen? Na, guck mal. Das geht immer. Gut, für den neuen Schlüssel, wo kann der sein? Gehen wir nochmal hin. Ah, dieser kleine Schlüssel war mal da drin, wie man gesehen hat. Passt ja auch gut da rein. Ja. Super. Gehen wir hier rein. Gucken, was weitergeht. Was ist er denn hier? Da kann man nichts machen. Da ist die Ratte wieder. Also, man sieht, dass sie da war zumindest. Hier weiter. Das Pie. Oh Gott. Kann ich die Musik wieder ausmachen? Nee, schade. Die Musik schockt ja, aber ich kann die auch nicht die ganze Zeit immer hören. Ah, okay, warte. Hier müssen wir ein kleines Rätsel lösen. Meistens steht ja irgendwo eine Karte, wo man es sehen kann. Hier mal nicht. Na gut, pass auf. Okay, passte. Obwohl. Oh, war sogar die richtige Reihenfolge. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, ihn da oben holen wir mal runter. Ups. Komm her, du Mistfliege. So. Oh. Ja, okay. So, haben wir schon mal etwas für unseren Trank. Natürlich noch mal schnell so ein. War der hier unten drin? Warte mal. Wo haben wir denn den Topf? Oder gibt es hier keinen Topf? Hier drin bestimmt, ne? Okay.
So. Okay. Was baut er mir da? Perfekt. So, da können wir das Ding reinwerfen. Müssen wir noch die anderen Sachen für den Stärkungstrank finden. Können die denn noch sein hier? Aber kaputt machen einfach. Hast alle 5 zusammenbekommen? Warte mal, da oben. So, die schnappen wir auch. Und komm schon. Wo ist denn da? Rein da. Was fehlt noch? Was fehlt noch? Bei Hermine haben wir nicht dabei. Die kann uns jetzt nicht helfen. Ah, da ist noch ein Skelett. Warte. Kriegen wir unseren Armknochen. Oh, warte. Können wir doch locker hier. Und ein Trinkchen. Super starker Mario, wollte ich gerade sagen. Super Harry Potter. So, komm rein hier. Und hier rein. Achso. So, irgendwo muss er hier rumlaufen. Wir müssen ihn so finden. Den Aschi. Den Aschi. Den Assi. Oh, Entschuldigung. Oh, das ist eine Schlange. Harry, geh mal dahin. Rede mal Parsel. Ah, guck mal. Harry, so kann. Hä? Ah, okay. Dann bauen wir uns noch eine kleine Brücke hier, oder ist das? Oh, ein kleiner Balkon. Das ist super. Warte mal. Ach, warte, jetzt weiß ich wieder. Hier ist ja noch so ein Ding. Hier müssen wir wieder was kochen. Ja, aber die Spinne haben wir gleich schon hier unten. Können wir direkt holen. Da. Achso. Wahrscheinlich kommen wir nicht mehr hoch. Das wäre jetzt ja grauselig gewesen. Aber das können wir. Schneiden Sie hier rein. Bisschen Spinne. Buddelt er da aus? Was buddelt er da aus? Ah, hier, die Dinger. Okay. Noch einen. Zack, zweite Zutat. Und ein Hähnchenbein bauen wir noch. Wo kriegen wir das her? Kommt hier vom Brunnen. Zack. Oh, warte. Machen wir nochmal schnell zusammen das Ding. Ich habe mal kurz mein Mikro weiter weggetan. Ich hoffe, es stört nicht, aber ich glaube, es war zu dicht an meinem Mund. Kann das sein? Ah, guck mal. Jetzt wächst hier alles. Gehen wir hier hoch. Okay. Hier ist ein Kätzchen. Rückschlagsalto da. Da drin! Okay, wir müssen aufpassen, dass er uns nicht findet, wahrscheinlich, ne? Ah. Wenn der uns schnappt, dann sind wir fällig. Kann ich meinen Umhang benutzen? Oh, was? Mit Umhang kann er mich auch finden? Das geht doch gar nicht, denke ich. Warte, warte. Komm. Hier runter. Und rein damit. Was ist denn das für ein Trank überhaupt? Jetzt bin ich unsichtbar?
Okay. Pullover. Aber ich glaube, hier sind wir nicht längs. Bringt der Unsichtbarkeitskrank, Trank eigentlich. Wo müssen wir denn hin? Ach, jetzt können wir da rein. Warte. Nee, auch nicht. Und du trinkst auch so ein Ding. Wir sind beide unsichtbar. Kann aber nur einer unsichtbar sein, oder was? Das wäre ja Quatsch. Na komm. Nur überlegen, wie wir hier irgendwie weiterkommen. Ah, okay, beide müssen es machen. Oh, komm, komm, komm. Ah, okay. So. Okay, da muss ich ein Dings für sein, ne? Da muss ich einer erfunden, die ein Slytherin sein. Das sind wir ja nicht. Dann müssten wir vielleicht mal diesen Vielsafttrank benutzen. Okay, das ist aber nicht so. Er hat den Schlüssel da. Die Frage, wie wir ihn da rauslocken können mit dem Schlüssel. Ah, jetzt, warte. Irgendwas können wir noch bauen, ja. Ah, guck mal, es pennt ein. Super. Oh, jetzt geht's weiter. Alter, die beiden haben es auch nicht so drauf, ne? Freigeschaltet. Ja. Gucken uns gar nicht alles an hier. Setzen wir die Geschichte einfach mal fort, denn wir haben ja noch ein paar Minuten. Wird ja Sinn ergeben, oder? Schade, schade. Naja, gucken wir, ob wir das dritte Jahr noch abgeschlossen bekommen. Wahrscheinlich nicht heute. Aber. So. Hinten ist auch irgendwas, ne? Guck mal, Gryffindor-Junge. Freigeschaltet. Super. Sind die alle so ängstlich hier, frage ich mich. Fragt man sich wirklich, warum die alle so ängstlich sind, oder? So, mal gucken, was wir jetzt machen sollen. Oh, der kopflose Nick zeigt uns wieder mal den Weg. Wir gehen hier runter. Man kann sich natürlich an ihn halten und immer in ihm hinterherlaufen. Man kann natürlich auch einfach sagen, nö, haben wir keinen Bock drauf. Aber ist natürlich am einfachsten. Denn er zeigt ja immer den richtigen Weg an. Immerhin. So, wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Hier durch, okay. Ah, will da längs? Dann gehen wir auch da längs. Oh, da hoch sind wir? Ah ja, das ist der Fall. Nein. Oh, es lädt schon wieder. Es lädt vor allen Dingen. Es. Da. War der verkehrte Weg. Wo wird er uns da hinführen? Hier längs? Anscheinend. Gut. Ah, hier geht's weiter. Okay. So, dann soll uns der Wolf mal zeigen, was wir können. Professor Lupin.
Okay, wir müssen jetzt üben, damit wir diesen Scheiß auch mal hinkriegen. Mach! Ich muss mir schon mal weggehen, warte. Super! Nein, ich bin schon wieder weg. Okay. Und dann haben wir den auch bald drauf, glaube ich. Oh, da oben ist eine Kiste, die müssen wir uns mal erstmal holen. Und zack! Okay, hier müssen ja noch irgendwelche sein. Da ist noch eine Kiste, die können wir mit Licht. Na, guck mal. So, noch eine Kiste. Wo kann die letzte Kiste sein? Haben wir schon noch. Einer läuft kurz, als immer hinter mir herläuft. Der wird mich wahrscheinlich retten, wenn hier irgendwas. Was bauen wir denn da? Eine gute Filmkamera. Wo hier hin? Irgendwo muss die ja sein. Coole Musik. Leider auch die Musik, wo Edward Twilight stirbt, ne? Also der Typ, der auf jeden Fall Edward spielt. Wie ist der nochmal hier drin? Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau hier drin heißt. Aber... Mann! Wo könnte noch die Kiste sein? Noch ein Kopfgrößer. Macht die noch einen Kopfgrößer? Aber irgendwie? Was übersehen? Anscheinend. Musik ist geil, ne? Okay. Ach, guck mal, da ist die Kiste, okay. Das war's. Geschafft. Expecto Patronum freigeschaltet. Endlich. Das ist doch gut. Perfekt. Ich würde sagen, damit schließen wir auch ab für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.